und Dank Ihrer Industrie zahlreich erschienen sind. Die Impfpflicht ist weder evidenzbasiert, noch ist sie rechtlich in irgendeiner Weise begründbar. Diese Impfpflicht ist der größte Verfassungs- und Rechtsbruch in der Geschichte der Zweiten Republik. Ich möchte kurz rekapitulieren. Für einen Grundrechtseingriff bedarf es einer Gefährdungslage. Diese Gefährdungslage ist bei SARS-CoV-2 nicht gegeben. Professor Ioannidis hat bereits im Februar, März 2020 die Mortalitätsrate mit 0,15% angegeben. Personen unter 64 Jahren sind statistisch gesehen von einer schweren Erkrankung ausgeschlossen. Es ist nur betroffen eine bestimmte Risikogruppe. Weiters verschafft diese Impfung, die keine Impfung ist, sondern eine Behandlung mit einer genbasierten Substanz, keine sterile Immunität. Das heißt, derjenige, der sich damit behandeln lässt, kann sich weiter infizieren und kann diese Infektion auch an Dritte weiter übertragen. Weiters sind sämtliche Impfzulassungen nur bedingt erteilt, weil Studien zu mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen offen sind und fehlen. Diese bedingte Zulassung ist im Sinne der EU-Verordnung Nummer 507 aus 2006 geschehen. Wir haben laut AGES Dashboard vom 19.01.2022 auf Normalstationen Fälle von 854, auf der Intensivstation von 193, wobei nicht geklärt ist, ob diese Personen mit oder wegen Covid sich in ärztliche Spitalsbehandlung begeben mussten. Der Gesundheitsminister und auch die BSG sind nicht in der Lage zu sagen, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist oder ob er wegen oder mit Covid-19 Spitalsbehandlung in Anspruch nehmen muss. Die entsprechenden Auskunftsersuchen haben das ergeben. Die Datenbank der EMA über Impfschadensfälle zum heutigen Zeitpunkt listet 1.354.500 sogenannte Nebenwirkungsfälle auf, davon 20.957 Todesfälle. 28.630 werden als lebensbedrohlich gelistet. 119.437 in der Kategorie längerer Krankenhausaufenthalt, 59.664 behindernd, 387.431 schwerwiegend und 586.649 finden sich schließlich in der Kategorie ernste Nebenwirkungen. In der WHO sind bereits rund 3 Millionen Impfschadensfälle registriert worden. Man kann davon ausgehen, dass maximal 1-10% der Fälle tatsächlich gemeldet werden. Daher sind diese Zahlen um ein Vielfaches höher. Im Impfschadensportal des ACU Austria, des Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses, haben sich bereits rund 550 Personen bzw. deren Hinterbliebene mit schweren Nebenwirkungen bzw. tödlichen Folgen gemeldet. Die Rechtsanwälte für Grundrechte haben am 18.01.2022 an sämtliche Abgeordneten auf die Impfschadensfälle hingewiesen und 70 Fälle selbst geschildert, die sie ihrem Impfschadensportal entnommen haben. Ich darf hier kurz Beispiele geben. Fall 1, 73-Jährige, ein Tag vor der Impfung, Untersuchung durch Internisten, unauffälliger Befund. Impfung mit Moderna nach 2 Tagen, grippeähnliche Symptome, zusätzlich trat Atemnot auf, 2 Wochen nach Injektion, Eintritt des Todes. Ursache Pneumonie. Fall 2. 73-Jähriger, Vorerkrankung Bluthochdruck, dritte Impfung mit Moderna, 3 Wochen nach Boosterimpfung an plötzlichem Herztod verstorben. Fall 3, 35-Jähriger, keine Vorerkrankungen, zweite Impfung mit BioNTech-Pfizer, Tod 19 Tage später aufgrund von Infarkt durch Herzmuskelentzündung. Diese Impfpflicht verletzt unsere Grund- und Freiheitsrechte und bedeutet eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit, für die Gesundheit und das Leben eines jeden Einzelnen. Es wird das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit verletzt. Unter diesem Gesichtspunkt kann niemand verpflichtet werden, sich einer solchen Behandlung zu unterziehen, weil es unzumutbar für jeden ist, seine eigene Gesundheit zu gefährden. Es wird daher im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens eine Schuldfähigkeit, die meines Erachtens nicht gegeben ist, besonders zu prüfen sein. Es wird der Schutz vor unmenschlicher und erniedrigender Behandlung verletzt. Es soll der Wille eines jeden Einzelnen gebrochen werden und das durch Androhung von erheblichen Verwaltungsstrafen. Es wird der Schutz des Privatlebens verletzt, die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Diese Impfpflicht richtet sich gegen den Nürnberger Kodex aus 1947, die jede Teilnahme an einem Experiment, an einer klinischen Studie nur freiwillig zulässt. Hier wird der Wille des Einzelnen oder soll der Wille des Einzelnen gebrochen werden. Diese Impfpflicht verstößt gegen die Resolution des Europarates Nummer 2361 vom 27. Jänner 2021, die jede Impfdiskriminierung und jeden Impfzwang verbietet. Sowohl im Ministerialentwurf als auch im Initiativantrag des Gesetzesentwurfs heißt es, dass der Zweck die Erhöhung der Durchimpfungsrate ist. Ein solcher Zweck ist gesetzwidrig. Das Gesetz bzw. der Entwurf bestätigt selbst, dass er gegen unsere Verfassung verstößt. In England und Schottland werden in Kürze sämtliche Maßnahmen aufgehoben werden. Tschechien hat eine Impfpflicht für über 60-Jährige und für das Gesundheitspersonal bereits aufgehoben. Bayern hat die 2G-Regel durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes aufgehoben. Eine klinische Präprint-Studie aus Kanada betreffend die Variante Omikron bestätigt, dass die erste und zweite Impfung wirkungslos sind. Die dritte Impfung hat eine Wirksamkeit von 37% verliehen. Es ist unzulässig, die Bevölkerung zu zwingen, gegen eine Mutante, die harmlos ist und voraussichtlich auch das Ende der behaupteten Pandemie bedeuten wird, zu zwingen. Die Lawine von Vorkommnissen aus den bisherigen Impfungen, die Vorkommnisse aus dieser nun verpflichtenden Impfung, die Impfschäden, die enorm sein werden, die Impftoten, die es geben wird. Und nach dem heutigen Wissensstand wird sich niemand herausreden können, dass er nichts gewusst hat. Keine Regierung, kein Regierungsmitglied, kein Parlamentarier und kein Verantwortungsträger. Wir als MFG werden mit sämtlichen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen und politischen Mitteln gegen diese Impfpflicht vorgehen. Wir werden der Bevölkerung entsprechende Muster zur Verfügung stellen, dass sie sich wehren kann, wenn sie bestraft wird. Es wird eine Beschwerdeflut geben, es wird einen Lockdown für die Bürokratie geben, weil sie werden Tag und Nacht damit beschäftigt sein, diese Beschwerden und diese Verfahren zu führen. Wir werden die Bevölkerung aufklären und wir werden alles unternehmen, bis diese Impfpflicht kippt und mit ihr wird die Regierung kippen. Danke. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Umständen im Café Museum. Ein kurzes Wort, wir haben gerade gehört, dass im Café Museum die Polizei interveniert hat, weil sie die 2G-Regel überprüfen wollte und nach der MFG-Pressekonferenz sich erkundigt hat. So viel zu den heutigen Zeiten. Alexander, erzähl uns deine Geschichte. Also, bei mir hat es so angefangen, damals, ich war eigentlich immer gegen die Impfung, weil ich bin nie erkrankt an dem, obwohl ich sehr viel mit Leuten zu tun habe in meinem Beruf als Fitnesstrainer. Aber dann eben, als wir ausgeschlossen wurden vom Leben quasi, dass man eben ohne Impfung nicht mal mehr ins Fitnessstudio gehen kann, das hat so angefangen, dass ich arbeiten darf, aber nach der Arbeit nicht selber was für mich tun darf. Am Leben teilnehmen, irgendwo hingehen mit Freunden, mit meiner Freundin ins Kino oder so geht auch nicht. Und der Druck war dann eben so hoch, dass ich meinte, okay, ich muss es jetzt machen, weil ich will unbedingt meinem Hobby nachgehen und im Leben normal teilnehmen. Dann habe ich die erste Impfung gehabt am 9.11. Nach der ersten Impfung am 9.11. waren die Nebenwirkungen erstmal nur Schwindel und Müdigkeit.
die was ich nicht so wahrgenommen hat, als ob das jetzt etwas sehr Schlimmes wäre. Sondern ich habe gemeint, das wäre normal, das hat jeder. Dann die erste Impfung, die war ja nicht, man muss ja zwei haben, damit man muss ja zwei Impfungen haben, damit man irgendwo hingehen darf. Eine war da zu wenig. Dann einen Tag vor der zweiten Impfung war ich bei der Ärztin und habe eine Untersuchung gemacht, einen kompletten Check von Werten vom Herzen. Die sind jetzt sehr entscheidend bei dem, was es hier geht. Und die Werte waren ganz super, zum Glück auch. Und ich habe die Meldung noch am nächsten Tag sofort bekommen, dass alles okay ist, ich könnte mich impfen lassen. Dann habe ich die zweite Impfung gemacht, sofort am nächsten Tag. Und das war einen Tag vor Weihnachten. Und die Impfung war am Abend gegen 18 Uhr. Exakt 12 Stunden später bin ich dann aufgewacht vom Schlaf eben mit einem Ruhepuls von 120. Das ist natürlich sehr hoch. Schmerzen eben hier in dem Bereich natürlich, was ausstrahlen bisschen zum Rücken. Und mir war sehr schwindelig. Das habe ich aushalten können bis ca. 15 Uhr. Dann habe ich den Notarzt anrufen müssen und habe denen mal erzählt, was Sache ist. Die haben gemeint, das sei sehr schlimm. Die sind sofort hergekommen und haben mich abgeholt. Dann war ich auf der Notaufnahme. Auf der Notaufnahme haben sie dann natürlich sofort mich wieder untersucht. EKG und alles, was sie dort so machen. Und zwei Stunden später, als die Werte aus dem Labor dort kamen, vom Blut, kam dann die Meldung, ich soll mich sofort hinlegen auf ein Bett, also ich soll nicht mehr aufstehen und so, weil die Werte fürs Herz, also die was über das Herz was aussagen, seien überhöht. Da kann natürlich auch ein erster Verdacht sein auf Herzinfarkt oder sonst was, deswegen habe ich mich nicht mehr bewegen dürfen, sondern aufs Bett liegen müssen. Und die haben mich sofort zum Ultraschall gefahren und im Ultraschall haben sie schon feststellen können, dass eben eine Herzmuskelentzündung da ist und eine Herzinsuffizienz. Dann habe ich ein paar Tage später das MRT gehabt und da hat sich dann bestätigt, eben Herzinsuffizienz und Herzmuskelentzündung. Und ja, vor der Impfung ging es immer super. Wie gesagt, ich habe zum Glück die Blutbilder dabei. Einen Tag vor der Impfung war alles super. 12 Stunden nach der Impfung auf der Notaufnahme, dann am nächsten Tag war alles natürlich sehr schlimm. Und die Diagnose jetzt mit Herzmuskelentzündung heißt Minimum 6 Monate kein Sport. Sport ist jetzt nicht das Wichtigste im Leben, aber was die Folgewirkungen davon sind, überlasse dann weiter den Gerichtsmediziner. Vielleicht noch kurz, gestern wurde das Impfpflichtgesetz beschlossen. Wie empfindest du das? Absurd. Also ich wollte mich auf nicht impfen lassen. Das war ein indirekter Zwang natürlich. Das heißt, es gibt keinen Impfzwang, aber es ist ein Zwang. Weil ewig in einem Lockdown leben quasi, dass sie nur arbeiten gehen kann und nach Hause gehen kann, einkaufen gehen kann, das ist ja ein Lockdown-Zustand im Prinzip. Vor allem für junge Personen. Und deswegen habe ich mir halt aus Zwang natürlich impfen lassen. Aber ich bin voll, also ich finde das absurd. Professor Mislewitz, Sie haben sich den Befund auch etwas angesehen. Was kann man sagen dazu? Ja, das möchte ich in meiner Rede erwähnen. Ich habe den Alexander gerade vorher getroffen, mich mit ihm kurz unterhalten, mit der Tatjana telefoniert, von der habe ich kaum Befunde. Er hat mir Befunde gegeben und die interpretiere ich Ihnen. Ich würde es doch so machen und würde bitten, dass man inzwischen versucht, die Tatjana zuzuschalten. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren Journalisten bzw. Kameraleute, den rechtlichen Teil dieser Präsentation hat der Herr Dr. Brunner schon brillant gehalten. Ich bin für den medizinischen Rat verantwortlich und die Gerichtsmedizin in Pension. Ich habe also kurz Einsicht in die Befunde gehabt, ein knappes Vorgespräch geführt mit den beiden Herrschaften. Und was Sie hier gehört haben von Alexander oder noch hören werden von der Tatjana, waren in medizinischen Fachbegriffen somit Krankengeschichten und Fallberichte, die man Kassuistik nennt.
diese zwei Fälle betreffen junge Menschen. Sie waren gesund und fit, ließen sich impfen und waren bald danach schwer krank. Das ist ja schlecht durchlauf. Sie entwickeln offenbar eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis. Das Wort offenbar kann ich euch schon zurücknehmen, das ist eindeutig erwiesen, da fährt die Eisenbahn gefunden. Die auch in den Aufklärungsbögen als seltene Impfnebenwirkung anerkannt wird. Ich glaube, sehr selten ist das was. Man könnte jetzt auch streiten und sagen, das sei alles Zufall gewesen. Naja, unbestreitbar bleibt der enge zeitliche Zusammenhang der Krankheitserscheinungen zum Impfzeitpunkt. Die Gerichtsmediziner nennen das die enge zeitliche Bindung. Ich war aber zu lang Gerichtsmediziner, um nicht zu wissen, dass gerissene Anwälte und Sachverständige, die den Gerichtsaufträge wichtiger als die objektiven Ergebnisse, auch dazu imstande sind, Zivilgerichte dazu zu bringen, jeden Schadenersatz abzulehnen. Die kommen in der möglichen Welt. Die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit, kurz AGES genannt, der ist darauf hin, im AGES-Gespräch 13.10.2016 in AK Wien, das ist ja hier im Internet zu sehen, alles, dass 2-6% aller Hospitalisierungen durch Arzneimittelnebenwirkungen bedingt sind und dass diese Nebenwirkungen die vierthäufigste Todesursache in den USA darstellen. Eine andere Quelle hier, das ist ja aus Kanada. Ist. Diese andere Quelle geht davon aus, dass 7,5% aller Spitalspatienten Arzneimittelnebenwirkungen oder Schäden durch ärztliche Fehler erleiden. Kurzum, Arzneimittelnebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen. Das gilt insbesondere für die Impfnebenwirkungen der vier in Österreich nur bedingt zugelassenen Covid-19-Impfstoffe, wobei erschwerend hinzukommt aus meiner Sicht, dass die Beobachtungszeiträume an der Bevölkerung erst etwa ein Jahr betragen. Langzeiteffekte sind daher seriöserweise nicht abzuschätzen, obwohl sich manche Herren in der Presse und Experten in der Behauptung überschlagen, diese würden nicht auftreten, seien sogar auszuschließen. Ich möchte aus gegebenen Anlass eine Bemerkung machen. Vor kurzem erschien eine Pressemeldung, auf die auch deutsche Fernsehsender referierten. Aussage, der Großteil bietet sich Impfnebenwirkungen nur ein. Also, das muss ich schon kommentieren. Die leider halbgebildeten Journalisten haben augenscheinlich die im JAMA Open Network erschienene Metastudie von Julia Haas im englischen Original. Ich habe es da irgendwo. Hier sieht es ja nicht gelesen. Und wenn Sie sie gelesen haben, haben Sie sie nicht verstanden. In dieser Metastudie, die wissenschaftlich korrekt ist, geht es um unerhebliche Nebenwirkungen, beispielsweise Kopfschmerzen oder diese Schmerzen an der Einstiegsstelle. Und Sie haben nur die erste Woche nach der Impfung angeschaut. Also, was da noch ist, ist da gar nicht erwähnt. Auf diese wissenschaftliche Arbeit werde ich morgen am Samstag, den 22. Jänner, bei der Kundgebung Alternativklärung eingehen, damit ist das erledigt. Wie auch immer, 40 Jahre Medizinausübung habe ich etwas gelehrt, dass Menschen nicht auf Fälle reduziert werden können. Es gibt 5 Eigenschaften, die wirkliche Menschen von Fällen unterscheiden. Erstens haben sie eine Identität, also einen Namen, sie heißen Alexander Fabiana. Sie haben eine Adresse und einen Beruf, Fitnesstrainer. Zweitens, jeder hat eine eigene Persönlichkeit und eine Weise, damit mit seiner Krankheit umzugehen. Drittens und viertens, jeder Mensch hat eine Stimme und ein Gesicht. Die Gesichter dieser zwei jungen Menschen sehen Sie heute und ihre Stimmen hören Sie. Und fünftens, last but not least, jeder Mensch hat sein eigenes Schicksal und das Schicksal dieser Menschen ist derzeit krank zu sein. Das war also das Schicksal dieser Patienten. Patient aus dem Lateinischen übersetzt als der oder die Leidende. Sie haben vertraut der medizinischen Wissenschaft und der Bundesregierung, dass sie eine sichere Impfung erhalten, die sie zuverlässig vor Covid-19 schützen wird.
Vertrauen ist der Anfang von allem, hieß der Werbespruch der Deutschen Bank für ihre Anleger ein paar Jahre, bevor sie ohne Hilfe der Politik pleite gegangen wäre. Das zum Thema Vertrauen. Sie hatten auch Hoffnung, die Hoffnung, es wird schon alles gut gehen bei und nach der Impfung. Offenbar nicht. Ein englisches Sprichwort sagt, Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendessen. Ich spreche jetzt einmal zur Abwechslung ein bisschen polemisch. Was können die sich jetzt für ihre Hoffnung und ihr Vertrauen kaufen? Gar nichts, ganz im Gegenteil. Die Gesundheit ist zurzeit ruiniert. Sie müssen leider darauf hoffen, dass ihr Leben in der Zukunft nicht stark verkürzt ist. Das sind die Fakten. Jetzt kurz ein bisschen medizinisches über Myokarditis. Es ist eine bösartige und manchmal unauffällige Erkrankung. Symptome sind unspezifisch, das macht die Diagnose nicht leichter. EKG-Veränderungen oder Arrhythmien können Hinweise sein, eine Erhöhung von Troponin D beweist einen Herzmuskelschaden. Es gibt einen Goldstandard, Sie kennen das Wort. Goldstandard für den Nachweis von Covid-19 ist der PCR-Test, sagt man. Der Goldstandard für den Nachweis einer Myokarditis ist die Herzmuskelbiopsie. Man nimmt eine kleine Zange in die Lokalanästhesie hinein, schneidet ein Stückchen von Herzmuskel im Lebenden heraus und schaut es im Mikroskop an. Und dann ist der Arzt ziemlich sicher. Völlig sicher ist der Arzt bei der Obduktion. Dann kann er das Herz überall untersuchen. Das ist aber leider zu spät, um dem Patienten noch zu helfen. Zur Ergänzung noch eine Bemerkung. Es gibt auch Kardiologen, die Myokarditis mit einer Sommergrippe vergleichen und für harmlos halten. Meine Erfahrung am Obduktionstisch haben mir das Gegenteil gewährt. Jetzt geht zu seinen Befunden ein, die er mir vorher gegeben hat. Und es ist natürlich hier der großartige Fall, wo man etwas wirklich beweisen kann, weil wir haben einen Tag zuvor Befunde, die normal sind, einen Tag später Befunde, die beweisend sind. Also besser kann es nicht laufen für das Gerichtsverfahren, schlechter könnte es nicht laufen für ihn, das muss leider so sein. Also da habe ich die Ambulanzkarte, MRT-Befundbesprechung, über den Patientenbericht noch hin, ein Stechen ab und zu verspüren. Der Blutdruck ist normal, ja, kein Wunder, er kriegt 3 Medikamente dafür. Das kriegt man üblicherweise mit 80 Jahren, aber er heute mit 23, ja. Okay. Striktes Sportverbot für 6 Monate, Herzinsuffizienztherapie wurde adaptiert. Was heißt Herzinsuffizienz? Das heißt Herzleistungsschwäche. Das Herz funktioniert nicht ausreichend in Pumpleistung. Wenn der rechte Herzabschnitt nicht gut funktioniert, dann kriegt man Husten und Atemnot. Man geht über die Stiegen und man schafft es nicht, wenn man zu rasch geht. Man bleibt halt stehen auf dem halben Stock. Typisch für 22 oder 23. Oder wenn der linke Ventrikel nicht so gut funktioniert, dann könnte man Ödeme bekommen. Aber die kriegt er natürlich nicht, weil er entwässernde Medikamente nimmt. Also das wird behoben. Das Ergebnis dieser Untersuchung war, ich nehme an, das ist der Ultraschall, gering reduzierte linksventrikuläre Funktion bei dilatierten linken und rechten Ventrikeln. Dilatiert heißt erweitert. Erweitert ist immer ein Zeichen, dass das Herz nicht richtig funktioniert, denn das Herz eines normalen Menschen ist mittelweit bis eng gestellt. Ich überspringe einiges. Ich komme zur Blutchemie. Da steht also oben schon. Ja, hier haben wir es, das CK, Kreatinphosphokinase, ein Enzym, das in der Muskulatur ist. Und wenn ein Muskel geschädigt ist, dann wird die Membran weg und dann tritt das Enzym aus dem Muskelinneren, aus dem Zellinneren in das Blut aus und dann ist es erhöht. Das CK ist auf 906 erhöht, der höchste Normalwert wäre 200, das heißt Muskel ist kaputt. Das könnte aber auch der Skelettmuskel sein, zum Beispiel hat so viel Gewichte gewonnen oder der Herzmuskel. Aber wir wissen, dass es der Herzmuskel ist, ein Herzmuskelschaden, denn das Troponin D ist erhöht. Das ist beweisend. Das ist über dem Normalwert, weit hinaus.
Und so könnte ich Ihnen jetzt alle Befunde vorstellen, aber eigentlich ist es ja jetzt schon klar, was hier geschehen ist. Also, wie lautet das Impfziel unserer Bundesregierung? Es kann sein, dass ich nicht auf dem neuesten Stand bin, dass sich diese ja wöchentlich ändert. Ich war auch nicht dabei bei der letzten Debatte, bevor ich abstimme. In den Erläuterungen zum Covid-19-Impfpflichtgesetz ist es einmal 90%, dann über 90% der Gesamtbevölkerung. Herr Karl Nehammer hat auch in einem Interview von über 90% gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Seit gestern weiß ich erst, dass alle über 18 Jahren geimpft werden sollen. Jetzt frage ich Sie, wie soll sich jemals damit 90% ausgehen? Das war eine rhetorische Frage. Das kann sich nicht ausgehen. Daher der nächste Schritt. Impfen wir alle über 14 und unter 18 Jahren. Alle Jugendlichen, das sind noch 4,8% der Bevölkerung. Ui je, geht sich auch nicht aus. Das sind immer noch zu wenig, nur 87,6%. Kann man alles überprüfen mit der Statistik aus der Bevölkerungsdemografie. Inzwischen frage ich mich ernsthaft, können unsere Parlamentarier rechnen? Doch, sie können es. Wenn wir jetzt noch jedes dritte Kind zwischen 5 und 14 dazunehmen, dann passt es, dann haben wir die 90% erreicht. Das Problem ist aber folgendes, in dieser lieben Milchmädchenrechnung gehen Nationalräte davon aus, dass alle Erwachsenen geimpft werden. Aber da gibt es diese Menschen von der MFG und der FPÖ, die sich vielleicht doch nicht impfen lassen und natürlich auch geimpft.